So, ich bin draußen im Garten, wo letztes Mal die riesige Schlacht war. Und heute gibt es ein riesiges Unboxing und Zusammenbauen von hier diesem... wie heißt denn? Hausschädelhöhe Refugium des Astromanten. Ja, und hier meinen herzlichen Dank an Dege Degen. Der mir das sozusagen gesponsert hat. Und jetzt darüber ein Tutorial haben will, wie es zusammengebaut wird und angemalt wird. Das Tutorial ist für dich. Ich habe jetzt eine Kugel. Das ist die größte Box, die ich bis jetzt hier gehabt habe. Die ist riesig. So, ich kann gar nicht filmen und auspacken. Das geht nicht. Okay, ich stelle mich ziemlich dumm. Okay. Dankeschön. Ja, also eine riesige Bastelanleitung. Aha, so sieht es dann später aus. Da sieht man auch direkt, es gibt zwei Varianten. Einmal hier mit normalen Mauern und hier mit diesem Fernrohr, also ein Astronomikon. Eine Sternwarte. Okay. Das ist hier schon mal, sind hier zwei Teile. Die werden wahrscheinlich einfach hier zusammengestellt. Da hatten wir schon mal einen großen Teil der Aufbauarbeit sich gespart. Cool. So, hier verschiedene Blister. Biene. Noch mehr? Ja. Also insgesamt weniger als ich gedacht hätte, wenn ich hier die riesige Box mir angucke. Aber vom Detailgrad sieht es schon ziemlich cool aus. Gucken wir mal, wie es nachher aussieht, zusammengebaut. So, während ich Hausschädelhöhe, Refugium des Astromanten zusammenbaue, mein Assistent hier verschiedene diverse Zauberstäbe auf dem Tisch, die jetzt mit Glitzer bemalt werden. Und das ist das Original. Und das da hier ist ein nachgebauter, sieht eigentlich fast besser aus. Das ist ein riesiger Strohhalm und eine Weihnachtskugel hier oben drauf. Cool? Mhm. Ich möchte mal den Film hören. Ja. So, ich habe mir das jetzt mal näher angeguckt. Und es gibt einige Gussgrate. Die werde ich jetzt noch alle abfeilen. Und ein Problem sind hier diese, ja, das kriegt man hier nicht richtig zusammen, das heißt, hier ist ein Schlitz. Eigentlich müsste man da mit Liquid Green Stuff am besten drüber gehen. Habe ich aber nicht. Werde ich vielleicht mit normalem Green Stuff einfach drüber gehen. Weil hier sind doch schon ziemlich viele Löcher noch. Da sieht man es auch. Ja. Immer noch. So. Das sehen wir nochmal auseinander. Und mit dem Cutter können wir jetzt die Gussgrate einfach abschaben. Ganz vorsichtig, nicht so fest draufdrücken.
Und da gehen die eigentlich am besten weg. Okay, das mache ich jetzt nicht nur hier dafür, sondern ich trenne jetzt auch hier alle Teile raus und dann mache ich das genauso. Da bin ich ein bisschen beschäftigt. So, den ersten Blister habe ich rausgetrennt. Das sind die Teile. Blister hebe ich mir immer noch mal ein bisschen auf. Manchmal sind da noch. Und jetzt ist das getrocknet. Genau, der Stab ist getrocknet. Und ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Na, wer ist denn da denn? Der zweite Blister ist herausgetrennt. Das sind also die Türme oder der Turm, den man hier oben sieht. So, der dritte Blister ist ausgepackt. Hier habe ich jetzt nochmal die anderen zwei hingestellt. Also der Tisch wird langsam voll. Jetzt kommt der letzte. So, der letzte Blister ist auch fertig. Und ja, jetzt ist der Tisch voll. Insgesamt kann man sagen, ist alles sehr gut rausgegangen. Das meiste habe ich einfach rausgebrochen, weil die Stücke schon sehr massiv sind. Also da kann eigentlich nichts abbrechen. Jetzt werden natürlich hier die ganzen, hier diese Verbindungsstücke, die muss ich natürlich jetzt mit dem Cutter abschleifen. Oder hier auch. Und das Einzige, wo man aufpassen muss, ist hier. Weil die nicht ganz so stabil ist. Da sollte man auf jeden Fall einen Cutter verwenden und hier auch. Ja, okay. Ich bin immer noch dabei, die Gussgrade zu entfernen. Und hier sieht man eigentlich ganz schön die Gussgrade zwischen den Speerspitzen. Und dann sieht man hier noch die Verbindungsteile zum Blister. Die kriegt man da natürlich nicht so gut weg. Ohne jetzt die Mauer hier zu beschädigen. Das ist ein bisschen blöd. So sieht das Teil nach dem Entgraben aus. Ist ein bisschen Arbeit, aber lohnt sich.